Smörebröt, Smörebröt mit süß-sauren Muschelfleischen. Wir wollen heute über die Herstellung von Röbelplätzchen sprechen. Wir machen eine Prüfung, ob die Röbelplätzchen Tögen in Ordnung ist. Na, diese Prüfung säubern Sie sich erstmal die Hände. So, nach dieser Säuberung machen Sie die Prüfung, ob die Röbelkuchen Tögen auch hafte bleibt. Weil vielleicht die Tante Ösen zu dem Mittagessen kommen, nehmen Sie dafür eine winzige Menge von die Teigen. Er scheint zu klöben. Der will gar nicht wiederkommen, so tut er klöben. Nehmen wir keine Rücksicht auf die Appetiten von die Tante Ösen und nehmen eine größere Portion für die Prüfung. Wir können nicht riskieren, das Ausblöven von der Rebekuchen tägen und benutzen für die sofortige Retournierung der Söldchen eine mittlere Jagdflinten.